Liebe 40k-Athleten, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich bin heute zusammen mit dem Adrian hier. Grüß dich, Adrian. Moin zusammen. Und wir zeigen euch mal ein paar Schussphasen, Tipps und Tricks. Sachen, die ihr beachten solltet. Und ich will auch direkt einsteigen. Eine kleine Anmerkung noch vorneweg. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, unten einmal bitte draufdrücken, das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Das unterstützt uns sehr. Vielen Dank schon mal vorweg. Wenn euch irgendwelche Sachen gefallen haben oder auch nicht gefallen haben, schreibt es uns in die Kommentare, damit wir wissen, woran wir noch zu arbeiten haben. Ist schon mega, was ihr da alles leistet. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir auch motiviert und geben weiter Gas. Wir sind in Majors Lieblingssektion. Tipp des Tages. Fortgeschrittenes Spiel sozusagen. Genau. Es muss nicht immer der fancy Tipp oder Trick sein, sondern einfach mal eine Sache, an die man denken kann. Und zwar, der Sister-Spieler ist dran. Er hat seine Celestians in Range gebracht, diese Blade Guards zu erschießen. Genauso wie noch Feuerunterstützung des Exorzisten. Wenn ich jetzt auch plane, diese Einheit auszulöschen und sage, dazu reichen meine ganzen Schuss eigentlich gar nicht. Ich muss dann noch mit den Repentia rein oder die Repentia schaffen es auf jeden Fall. Dann passt auf, dass ihr euch den Nahkampf nicht selbst verwehrt, indem ihr die Distanz verkürzt, indem ihr die Modelle wegschießt. Wie meine ich das? Wenn ich den Celestians sage, ich schieße volles Brett auf die Blade Guard und zwei Stück haben gefailt, haben drei Schaden jeweils bekommen und Adrian ist jetzt dabei, seine Modelle zu entfernen. Kann er nämlich Folgendes machen. Genau, so wie es jetzt hier halt aufgestellt ist, wäre es jetzt aktuell, unabhängig von dem, wir gehen jetzt auch mal davon aus, die Sisters haben gerade keine Wunderwürfel mehr am Start und genau. So, hätte er jetzt aktuell einen 6 Zoll Charge. So, jetzt hat er ein bisschen geschossen, man, gierig wie man ist, denkt ja. Man, okay, ich hol's alles darauf. So, ich nehme natürlich von hier vorne weg. Oh, no. Und aus diesem 6 Zoll Charge oder Angriffsreichweite haben wir jetzt eine 10. Deutlich schwerer zu erwürfeln. Tja, ja, nicht geschafft. Kein Charge und jetzt stehe ich da, runtergelassene Hose. Genau. Und die Unit darf weiterleben. Das ist halt echt. Die lebt weiter, vielleicht wird sogar noch einer wiederbelebt und dann kriegt ihr immer direkt das Echo. Und dann kommen die halt hier an. Die haben den Charge und meine Repentia können sich nicht wehren. Die haben nur Widerstand 3, sind weg, hätten aber vielleicht 2-3 Modelle vorher rausnehmen können. Ja. Oftmals ist man halt wirklich immer so, man möchte möglichst alles schießen, was man hat. Einfach auch aus Instinkt heraus. Da bietet es sich manchmal an, vielleicht zu sagen, okay, das mache ich ziemlich sicher mit einer anderen Einheit, vielleicht auch im Nahkampf als Beispiel. Und mit den anderen Einheiten verzichte ich mal auf Schießen und gehe dann wirklich mehr eine Sekundärmission zu erfüllen oder bereite mich strategisch auf die nächste Runde vor, indem ich mich anders positioniere. Kommen wir zum zweiten Tipp. Genau. Richtige Waffenreichweiten, Waffenabfolge bestimmen. Und zwar möchte ich mit meinem Exorzisten auf seine Blade Guard schießen. Vorher habe ich schon gesehen, okay, die vorderste Blade Guard, die hat noch 2 Leben. Und mein Exorzist, der schießt mit einem Heavy Bolter und er schießt mit seinen Raketen. Meine Heavy Bolter machen auf jeden Fall flat 2 Schaden. Lieber Damians reicht noch nicht ganz. Flat 2! Und deswegen werde ich auch mit dem Heavy Bolter anfangen, denn wenn da eine Wunde durchgeht und er den Save nicht schafft, dann stirbt das Modell mit den 2 Leben. Wenn ich mit den Raketen anfangen würde, die haben W6 Schuss. Und wenn ich richtig, richtig gut werfe und 6 und 6 beim Damage würfel, dann overkill ich quasi das Modell und mein Bolter schafft es vielleicht nicht alleine ein Modell zu töten. Deswegen bei einem einzelnen Modell oder auch bei einem Trupp die richtige Waffenreihenfolge bestimmen. Genau. Gleiches Beispiel ist, der Kollege hier vorne hat noch ein Leben. Wir haben jetzt hier einen Celestian-Trupp daneben. Da ist auch ein Multimeter drin, korrekt? Korrekt. So, jetzt kann man natürlich sagen,
ist es die Entscheidung hier besonders leicht. Ne? Erst schießt man mit dem kleinen Geraffel drauf, die Bolter, um diesen einen Lebenspunkt wegzumachen. Und dann sagt man erst den Multimelter an und lege dann auch die schönen Wunderwürfel, um immer schön 3 oder 5 Schaden zu machen, damit der nächste auf jeden Fall stirbt, wenn denn meine Bolter es geschafft haben, die eine Blade Guard mit einem Leben wegzumachen. Frage an dieser Stelle, dürfte ich jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Celestien-Trupp schießen, auch schon die Melter, ich mache alle Verwundungen und dann sage ich dem Gegner, okay, bitte machen wir erst alle Verwundungen, die über die Bolter gekommen sind und dann den Melter, oder? Das kann ich nicht machen, denn okay, wenn ich wirklich spezifisch diesen Lebenspunkt raussnipen möchte, muss ich langsam würfeln, sprich slow dicen, wie wir in unserer Schussphase, wir erklären euch Taktiker Schussphase, Video erklärt habt. Mhm. Modell für Modell, natürlich kann ich die Wappentypen zusammenwürfeln, das ist eigentlich kein Thema. Bei 5 Schuss Boltern darf ich diese 5 auch würfeln, stark, mhm, darf ich die 5 auch würfeln und danach den Melter, oder ich fange mit dem Melter an und dann danach erst die Bolter, aber das geht in dem Fall also nicht, beide Waffentypen zusammenzuwürfeln. Mhm. Alles klar. Kommen wir zum nächsten Tipp. Schießt euch nicht die Reichweiten weg. Anders wie beim ersten Tipp, dass wir uns die Nahkampfreichweite verlängern mit dem Trupp, mit dem wir chargen wollen, können wir hier auch Modelle ganz rausbringen, dass sie gar nicht mehr schießen können. Was meine ich damit? Der Exorzist hat 36 Zoll mit seinem Heavy Bolter und 48 Zoll mit seinen Raketen. Die Canoness hat lediglich nur 6 Zoll mit ihrer Inferno-Pistole. Und ich hätte jetzt den Fehler begangen, mit den Heavy Boltern und Raketen die Eradicator zu beschießen und würde sie auch auslöschen, dann hat die Kanoness gar nichts mehr zum Schießen. Zum Angreifen mit ihrem schönen Schwert auch nicht. Auch nicht, genau. Das heißt, ich würde mir sogar doppelt schaden. Und sagen wir, nur ein Modell wäre in 6, dann sollte ich auch darauf achten, nicht vorher mit Celestians noch ein Modell wegzuschießen. Das heißt, schaut euch an, welche Trupps habt ihr zur Verfügung? Wer hat welche Waffenreichweite und auch Sichtlinie natürlich? Also schießt euch nicht die Modelle weg, die ihr dann nicht mehr mit einem anderen Modell sehen könnt. Fangt mit der Kanoness an, mit ihrer Inferno-Pistole und dann habt ihr immer noch genügend andere Trupps, um dementsprechend den Eradicator-Trupp noch auszulöschen. Genau. Erst bewegen, dann in der Schuss, dann die ganzen anderen Phasen, in der Schussphase wirklich alle Reichweiten zusammenfassen. Und danach dann auch die Priorität der Schussabfolge festlegen. Genau. Kommen wir zu dem nächsten Tipp. Mhm. Okidoki. Nächste Sektion. Verschiedene Armeen haben verschiedene Möglichkeiten, sich Waffenreichweiten auch zu generieren. Hier haben wir von den Drukhari einen Raider, einen Transporter, der ist offen. Das heißt, die Insassen können rausschießen. Und wir nehmen mal an, ich hätte keine Range, diese Eradicator noch zu treffen. Einen kleinen Trick, den ich machen kann. Ich schieße erst mit meinem Raider, habe meine Schüsse abgehandelt. Jetzt gebe ich für einen CP ein Stratagem, setze ich ein, um meinen Raider 7 Zoll zu bewegen, nachdem er geschossen hat. Und jetzt haben meine Insassen auch Reichweite, um auf den gegnerischen Trupp zu schießen. Genau, also genauso wie es in der Nahkampfphase, wie ihr später auch noch sehen werdet, gibt es Möglichkeiten, das nicht nur als reine Nahkampfphase zu betrachten, sondern auch in dieser Nahkampfphase anders auch Impulse zu setzen, indem man sich bewegt oder platziert. Und das gibt, diese Möglichkeit gibt es halt auch für einige Fraktionen, halt in der Schussphase nicht nur das reine Schießen zu haben, sondern ja, durch verschiedene Möglichkeiten, Stratageme, Zaubersprüche, auch einfach Fähigkeiten von bestimmten Modellen, wenn man mal genau hinguckt, gibt es einfach da die Möglichkeit, entweder sich durch zum Schießen auf die Gegner zuzubewegen, sich zu verstecken oder zum Beispiel auch hier, sowas bietet sich auch immer gut an, wenn jetzt hier zum Beispiel eine andere Armee ist, dahinter Einheiten, dass man den Weg versperrt, was natürlich auch geht, in diesem Fall, wenn wir jetzt bei den Drukhari sind, wenn man jetzt Taloi hätte, die halt generell jetzt nicht die schnellsten auf der Erde sind, die aber dieses, ja, diesen Trick nutzen können, um nochmal eine weitere Bewegungsphase in der Schussphase zu generieren. Genau, und das gleiche können die imperialen Armeen auch machen mit sogenannten Befehlen, zum Beispiel Move, Move, Move. Mhm. Fällt mir der deutsche Name jetzt nicht ein, aber es ist halt, bewegt euch so nach dem Motto, die geben ihre Schussphase dadurch auf und bewegen sich nochmal. Dazu kann man das benutzen, um schnell auf Marker zu kommen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind in seinem ersten Zug,
um sich in gewisse Positionen zu bringen. Denn nicht immer schießen ist gut. Ne? Mhm. Das heißt, Taktik steht da auch an ganz oberster Stelle. Genau, und das ist jetzt zum Beispiel ein Eldari-spezifisches Stratagem. Das haben jetzt nicht nur die Drukhari, sondern auch die Craftworlds und auch die Harlekine. Jetzt hat gerade der Lim auch die Astra angemerkt. Es gibt jetzt auch die Tyranniden zum Beispiel, die über den Schwarmherrscher in der Schussphase eine weitere Einheit nochmal bewegen dürfen. Also, ja, genau. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Orks können in der Zauberphase sich nochmal neu positionieren, genau wie auch viele Chaos-Fraktionen. Also, ich würde schon sagen, ja, über 50% der Fraktionen haben da wahrscheinlich das ein oder andere Werkzeug im Kasten. Wenn nicht in der Schussphase, dann definitiv in der anderen. Da schaut am besten nochmal in den Kodex, um euch bessere Positionen nochmal nehmen zu können. Genau, also wenn ihr am fortgeschrittenen Spiel interessiert seid, versucht euch immer Gedanken zu machen, wie kann ich aus einer vermeintlich eintönigen Phase, jetzt Nahkampfphase, hört sich nur nach Kämpfen an, Schussphase, hört sich nur nach Schießen an, wie kann ich mehr aus dieser Phase rausholen, wie kann ich das auch noch für andere Dinge benutzen, um halt Raum zu gewinnen, Wege zuzustellen, Marker zu besetzen oder. Deswegen dieser Tipp hier nochmal an dieser Stelle für euch. So Leute, wir gehen jetzt nochmal in einem weiteren Tipp speziell auf die Lookout-Sir-Regelung ein. Ja, und zwar kommt es ja oft vor, dass man Units noch hat, wo man sagt, ja okay, ist jetzt noch ein Modell, mit dem kann ich nicht wirklich viel anfangen. Was man machen kann, die Lookout-Sir-Regel so ein bisschen nicht betrügen, aber ausnutzen definitiv. Diese Eradicator können nicht auf die Kanoness schießen. Sie steht zwar vor ihrem Charakterschutz innerhalb von 3 Zoll, also alleine das würde sie nicht beschützen, denn sie muss da auch das nächste Modell sein. Und ich habe einfach meine Repentia genommen, die vielleicht angeschlagen war, habe sie jetzt hier hinter die Container in eine Ecke gestellt. Sie ist da das nächste Modell, ne? Mhm. Weil sie sich innerhalb von 6 Zoll befindet zum Beispiel und die Kanoness ist 11 Zoll weg. Mhm. Ja. Natürlich, seid auf der Hut da draußen. Es gibt verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel die Reiter der Admec-Leute oder Sniper generell, die diese Regel umgehen und dennoch Charaktere angehen können. Oder es gibt halt auch spezifische Einheiten hier und da, zum Beispiel bei den Dark Angels, Command Squads oder bei den Ultramarines, die Victrix Guard, die halt einfach die Charaktere immer beschützen, egal was ihr tut. Also von daher seid da auch auf der Hut, vor allem im fortgeschrittenen Spiel. Das wäre nochmal hier unsere Nachricht an euch heute. Ja, das war's mit der Tipp und Tricks für die Schussphase von uns. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, und ich sage, es geht dann mit der Charge Phase und Assault Phase. Also, ja. Nee, Assault Phase und Charge Phase weiter. Genau, die Angriffs- und Nahkampfphase, das wäre jetzt dann die nächste Sektion. Wir hoffen, die gefällt euch auch. Die bekommt ihr natürlich von keinem Geringeren als dem Major höchstpersönlich. Und von daher, bleibt cool da draußen und ja, support uns weiter. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, ciao. Normal. Bevor ihr wollt, wir ins Gasplan. Danach wechseln wir, entspannen dir, Sound of Yen. Du kannst machen, was du willst, wir killen Screen. Kings of the Hill, kommen wir nicht mit War Machine.